Day 157. Oh Gott, ich hatte die Befürchtung, ich schicke den in eine ganz, ganz schlechte Richtung. Ich nehme die Welt durch einen dicken Nebel wahr. Seit ein paar Tagen bin ich so gut wie nicht aus dem Bett gekommen. Heute hatte ich keine Wahl, denn Anne hat das Bettzeug gewechselt. Ich musste mir eine Beschäftigung suchen, also habe ich hier darüber geschrieben. Tag 157. Was bringt mir eine Lampe, wenn sich nur Staub darauf absetzt? Das macht mich wahnsinnig. Anne sollte mir eine neue Glühbirne mitbringen. Vielleicht hatte sie keine Zeit. Naja, nichts umsonst. Ich muss mich nicht mit den alltäglichen Dingen auseinandersetzen, aber dafür bin ich jetzt von jemandem abhängig. Alles irritiert mich, einfach alles. Wer hätte gedacht, dass klassische Musik so eine Wirkung auf mich hat? Unter meiner Haut fühlt es sich an, als würden Ameisen krabbeln, und meine Beine haben sich wohl dazu entschlossen, ohne mit irgendwo hinzugehen. Aber wir gehen doch nirgendwo hin, also lasst es einfach bleiben. Ich kann mich auf keinen einzelnen Gedanken festlegen. Vielleicht liegt es an der verdammten Unordnung hier. Ich versuche runterzukommen, also husche ich zwischen dem Fenster des Ateliers und dem Badezimmer hin und her. Es hilft nicht besonders viel. In Situationen wie diesen habe ich immer zu Tabak gegriffen. Er hat mir geholfen, mich zu beruhigen. Um gesund zu bleiben, habe ich damit aufgehört. Vielleicht sollte ich jetzt eine rauchen? Habe zwar eine halbe Ewigkeit mehr keine angezündet, aber irgendwo sollte noch meine Notration rumliegen. Habe ich vermutlich sehr gut versteckt. Okay. Wir sollten eine rauchen. Also laut dem... Achso, bestimmt, wir haben keine Lampe. Also laut dem Tagebucheintrag sollten wir eine rauchen. Ich habe Lust auf eine Zigarette, aber die Packung ist leer. Irgendwo muss noch eine versteckt sein. Das können wir anscheinend auch nicht aufmachen. Wo versteckt man Zigaretten? Er sollte wirklich aufräumen. Dann würde ich auch die Zigarettenschachten finden. Hier? Nein, da ist nur der Stift. Wann wird Andy wegwerfen? Meine Sammlung ist ziemlich gut. Das macht mir Angst. Ist einer von ihnen undicht? Okay. Das mit den Wo könnte man hier Zigaretten verstecken? Oh! Es gibt noch eine andere Seite von dem Bett, von dem Zimmer. Das hat man davon, wenn man wochenlang sein Bett nicht macht. Das ist meine dauerhafte Bleibe. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Sie bildet einmal die Verlängerung meines Arms. Die Spuren der alten Farbe, die sie bedecken, sehen bemerkenswert aus. Das ist wohl das größte Kunstwerk, das ich hier erschaffen habe. Naja, das ist alles ziemlich nutzlos. Wie habe ich sie dort aufgestapelt? Farben, Palettenlöser, meine alten Freunde. Okay. Das ist sein Bett. Streichholzschachtel. Wir haben immerhin schon die Streichhölzer gefunden. Meine Arbeitskleidung, meine gute alte Schürze. Die Streichhölzer gefunden, mit denen wir die Zigaretten anzünden. Ich habe sie über die Jahre mit Farbschichten überzogen. Ich kann mich nicht an ihre ursprüngliche Farbe erinnern. Das Badezimmer. Okay. Wow, die sieht aus, als hätte man sie durch den Fleischwolf gezogen. Ob ich die noch benutzen kann? Wenn noch was drin ist. Damit habe ich die Dutzenden meiner Gemälde getrocknet. Wird wohl kaum noch funktionieren. Ich bin mir nicht einmal sicher, was das ist. Ich sollte das sauber machen. Aber ich habe keine Energie dafür. Okay.
Ich habe euch immer meine Pinsel getrocknet. Verdammt nützlich. Haarwäsche, Gesichtsreinigung. Mir geht das Deo aus. Wozu brauche ich überhaupt welches? Ich brauche eine neue Zahnbürste. Okay. Hier ist bald kein Platz mehr für dreckige Unterwäsche. Ich sollte einen Wäschekorb besorgen. Hier. Wieder her, so das Hündchen. Wahnsinn, war das nicht urkomisch? Erbärmlich. Dieses Zimmer ist in ein Atelier zu fanden, war eine gute Idee. Dadurch habe ich ein Badezimmer. Man muss mit dem klarkommen, was man hat. Jetzt erinnere ich mich, warum wir einen neuen gekauft haben. Dieser ist undicht. Ein Wasserkocher, der auf der Badewanne steht, klingt alles andere als gut. Das stimmt allerdings, klingt alles andere als gut. Strom und Wasser klingt allgemein nicht nach einer so guten Lösung. Huch, es ist das andere Bild. Uralte Geschichte, hatte sie fast vergessen. Hat sie überhaupt je einen Sinn ergeben? All die Jahre? Welche Geschichte? Das sind irgendwie Sonnenschirme oder so. Ich erkenne leider, da ist auch noch Sonnenschirm. Schaut aus, als würden die vom Sturm oder so weggeweht werden. Wo würde ich Zigaretten aufbewahren? Das sind immer noch die Müllbeutel. Das ist ein Selbstporträt. Zeitschriften. Das ist die Flasche. Mhm. Vielleicht in dem Topf. Der Arbeitslos, der kleinste habe ich von meinem Vater, damit habe ich immer alles unterschrieben. Es wäre vernünftig gewesen, mit ihnen herumzulungern. Das hätte mir vielleicht den ganzen Ärger erspart. Aber wo hat der da noch welche? Ich habe keine Lust, mein Zimmer zu verlassen. Campen hier auch was vorhin hat Petro nichts erkannt. Ach, das ist die Glühbirnen-Ding. Die Glühbirnen-Schachtel, weil wir keine Glühbirne haben. Wäre sie nicht der, könnte ich die Lampe reparieren. Ja, da hast du recht. Ach, die kann man alle einzeln anklicken. Eine Antiquität ist fast so alt wie ich. Wenigstens werde ich kein Feuer verursachen. Ich wusste nicht, dass man die alle einzeln anklicken kann. Die mittlere habe ich dann jetzt ausgespart, ne? Aber da ist auch keine Zigarettenschachtel drin. Können wir hier aber jetzt auf die untere klicken. Das sind nur Farben und Spachtel. Es wird kälter. Ich brauche es vielleicht, falls ich nach draußen gehe. Ja, guter Witz. Okay. Die mittlere haben wir jetzt schon 5-mal geguckt. Genau. Ah, das sind Bücher.
Damit ist der schwierige Teil. Okay, ich habe alles, was ich brauche. Ziehe einen Gegenstand über einen anderen, um sie zu kombinieren. Ist das wirklich so eine gute Idee? Ich hatte mit diesem Gift beinahe aufgehört. Ich mag die Entscheidung in diesem Spiel nicht. Weil wir können uns jetzt entweder fürs Rauchen entscheiden. Damit wird uns dann wahrscheinlich kurz momentan besser gehen. Dann setzt aber wieder der Gedanke ein mit warum habe ich jetzt wieder angefangen zu rauchen? Ich bin so schwach und das hätte nicht sein müssen und ich bin nichts zu gebrauchen und so weiter. Wenn wir jetzt auf Nichtrauchen klicken, geht es uns weiterhin schlecht, weil wir haben nicht geraucht. Und wir haben weiter diesen Gedanken im Kopf, dass Rauchen uns helfen würde. Ich klicke einfach auf Nichtrauchen. Ich kann hier drin nichts weiter wie einen Schornstein rauchen. Die Wände werden noch gelb. Day 170. Okay. Beim Tag 150. Die Wahrheit wird uns befreien. So ist es nicht wirklich. Die Wahrheit über das Leben ist so unerträglich. Dass alles auf eine simple Wahl zwischen Leben und Sterben reduziert wird, wenn man sie kennt. Obwohl es weitaus dramatischer erscheint, in Vergessenheit zu geraten, ist es eigentlich die Fortsetzung der Existenz, die von uns abverlangt, alles zu vergessen, was wir über sie gelernt haben. Es ist wie die Geschichte über den alten Mann. Er gab ein Auge, um Weisheit zu erlangen, und dann das zweite, um alles, was er gelernt hatte, wieder zu vergessen. Wer das Leben liebt, durchstreitet es blind. Wow, Tom, du bist ein echtes Genie. Du solltest dieses Zitat ausdrucken, an einen Strauß Plastikblumen hängen und an die breite Masse verkaufen. Niemand wird je mein Gekritzel lesen, also kann ich schreiben, was immer ich will. Tag 170. Lautlose Anne. Sie hat mir morgens Frühstück gebracht und mich nicht einmal aufgeweckt. Ich bin spät aufgewacht, weil ich letzte Nacht nicht gut einschlafen konnte. Als es mir endlich gelungen ist, habe ich davon geträumt, dass meine Hände verrotten und ich sie abschneiden muss. Kein Wunder, dass ich so müde bin. Ich fühle mich unglaublich schwer und bewege mich langsam wie ein Tentakel. Und alles nur, weil ich so ein Nervenbündel bin. Ich weiß nicht, was ich noch mit mir anfangen soll. Ah, sieht aus, als hätte Anne mir einen Brief dagelassen. Einen Brief, oder besser gesagt eine Notiz mit einer Buchempfehlung. Macht sie sich etwas Sorgen, mir könnte langweilig sein? Mir, wo ich doch so hervorragende Gesellschaft genieße? Vielleicht sollte ich tun, was Anne mir vorgeschlagen hat? Okay. Sie hat ihm einen Zettel hinterlassen. Rilke, Seite 89, lies es bitte für mich, wenn du noch kannst. Anne. Okay, Rilke, Seite 89. Wo haben wir das denn? Das Buch der Bilder. Die Einsamkeit ist wie ein Regen. Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen. Von Ebenen, die fern sind und entlegen, geht sie zum Himmel, der sie immer hat. Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt, regnet hernieder in den Zwitterstunden, wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen und wenn die Leiber, welche nichts gefunden, enttäuscht und traurig voneinander lassen. Und wenn die Menschen, die einander hassen, in einem Bett zusammen schlafen müssen, dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen. Okay. Will ich dieses Buch lesen? Ja. Ich kann euch nicht erklären, warum, aber... Tom. Okay. Briefe beantworten ist so schwer. Tom, ich frage mich, ob du gelesen hast, warum ich dich gebeten habe. Ich schätze wohl eher nicht, denn du vermeidest mich und alles, was mit dir zu tun hat. Also die Mahlzeiten vielleicht. Ich kann nicht in Worte fassen, wie einsam ich mich fühle. Aber ich schätze, Rilke hat das für mich getan. Es ist nicht komisch, dass einem Journalisten die Worte fehlen. Ich glaube nicht, dass mir so etwas je passiert ist. In letzter Zeit habe ich viele Albträume. Sie alle ähneln sich in etwa. In jedem einzelnen von ihnen wandere ich in einer Art Gebäude umher. In einem Schloss, alten Haus oder einem Hotel. Ich weiß nur, dass ich zu meinem Zimmer muss. An diesen Orten ist es immer kalt.
Sie sind voller verwinkelter Korridor und vor allem werden sie immer von Geistern heimgesucht. Jedes Mal, wenn ich eine Tür öffnen will, überkommt mich eine Angst. Was, wenn der Raum, von dem ich stehe, von irgendeiner Höllenbestie heimgesucht wird? Der Albtraum setzt sich im Tageslicht fort. Ich fürchte mich vor dem, was ich vielleicht hinter einem bestimmten paar Türen in meinem eigenen Haus sehen könnte. Ich bin fertig mit den Nerven. Es ist nicht normal und es sollte nicht passieren. Ich werde so nicht weitermachen, also habe ich etwas unternommen. Nur damit du es weißt, du hast in der Angelegenheit nichts zu sagen. Ich muss dir irgendwie helfen. Ich muss uns irgendwie helfen. Ich habe ein Gespräch mit deinem Arzt geführt und ihm alles über deine Situation erzählt. Er wird dich auf ein paar Tagen besuchen. Ich teile dir das mit, damit du Zeit hast, dich darauf vorzubereiten. Du wirst mit ihm reden. Ich musste etwas unternehmen. Ich musste nach Hilfe suchen. Wir können mit der Situation nicht alleine klarkommen, weil wir das nicht sind. Diese Situation ist schlecht für uns. Sie muss sich ändern. Oh, und versuche erst gar nicht, die Tür zu verschließen. Wie du dich sicher erinnern kannst, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich uneingeschränkt Zugang zu einem Atelier habe. Deshalb habe ich meinen eigenen Schlüssel. Anne. Okay, liebe Anne. Wieder nur die mittleren zwei stehen zur Auswahl. Ich bin nicht wütend, weil du nach Hilfe suchst, aber du hättest wenigstens fragen können, was ich von all dem halte. Wir könnten zumindest den Tag und den Zeitpunkt des Treffens zusammen festlegen. Ich kann nicht anders, als deine Entscheidung zu akzeptieren. In einer Weise verstehe ich sie. Du kannst unsere Finanzen nicht kontrollieren, aber irgendwie hast du entschieden, mein Leben kontrollieren zu können. Andererseits bin ich es, der diese Kontrolle abgegeben hat. Zu einem Überfluss hältst du mich für das Monster aus deinen Albträumen. So habe ich mich selbst nie gesehen. Ich hatte gehofft, dass ich nicht so viel verlieren würde, jedenfalls nicht in deinen Augen. Dass ich höchstens wie ein nervender Einsiedler dastehen würde. Ich weiß nicht wirklich, was ich dir sagen soll. Ich werde auf den Doktor warten. Also gute Nacht, schätze ich. Vielleicht ist es doch nicht so eine groteske Idee. Es tut mir leid, dass ich dich so sehr belastet, dich um unser Haus und um mich zu kümmern. Vielleicht habe ich dir nicht wirklich eine Wahl gelassen. Oder das ändert nichts daran, dass mir der Besuch nicht gerade recht kommt. Es fühlt sich so an, als würdest du jemanden auf mich hetzen. Schätze, wenn man Probleme mit einem Geist hat, muss man sich einen Profi ins Haus holen. Also bist du hier das einzigste Opfer? Immer dieselbe Leier. Du bist diejenige, die unter den Umständen leidet, während ich hier nur meinen Spaß habe. Was für ein fantastisches Desaster. Außerdem, ich habe nicht die Kraft, mich mit dir herumzustreiten. Meckere nur weiter so rum. Du machst sowieso, was du willst. Ich spreche mit ihm, aber du solltest dir ernsthaft Gedanken machen, neben dem Psychiater auch noch einen Geisterjäger oder Exorzisten zu rufen. Tom, ich bin jetzt schon mal im Nachhinein froh, dass nicht die letzte Antwort zur Auswahl steht. Kann es aber auch verstehen, warum die erste nicht zur Auswahl steht, sondern wirklich die mittleren zwei. Okay. Ganz ehrlich, ich würde die zweite Antwort nehmen. Ich kann wieder, wie beim Rauchen, kann ich euch nicht genau erklären, warum, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Dieses, dass sie etwas unternehmen muss und dass sie Hilfe suchen muss, zeigt ihr eigentlich, wie verzweifelt sie eigentlich damit ist, wie schlecht es uns geht und dass wir nicht mehr aufstehen und keine Lust mehr auf was haben, das uns früher so viel Spaß gemacht hat. Ich nehme die zweite. Ja, das ist meine Antwort. Day 185. Okay. Lebe ein Leben und wir kümmern uns dann um den Rest. Ich habe einmal gelesen, dass man keinen Selbstmord begehen kann, wenn man innerlich bereits tot ist. Was für ein grandioser Witz. Oh. Das ist ein harter Satz, finde ich. Ich habe mal gelesen, dass man keinen Selbstmord begehen kann, wenn man innerlich bereits tot ist.